Grüß Gott, ich will mein Lippenstiftsammlungsvideo machen und zwar geht es um die MAC Lippies. Ihr seht ja, wie viele das sind. Es sind aber nicht nur MAC, sondern es sind auch 2 Dior. Ich krieg schon wieder Schluck auf, ich hasse es. 2 Dior, ein Lancôme und auch Clinique auch. Ich habe halt die High-End zusammengeworfen mal, ausnahmsweise. Ja, ich fange auch gleich mal an, weil es sind so viele und ich will nicht, dass das Video extrem lang wird, weil es sind wirklich viele Lippenstifte. Den ersten, den ich rausgezogen habe, das ist der Hibiscus mit im Cream Sheen Finish. So, das ist so ein richtig schöner roter Lippenstift. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht... Nein, den habe ich nicht oben gehabt. Ich habe einen anderen oben gehabt, den zeige ich euch dann auch gleich. Das war mal aus einer Limited Edition, die hat, werden die geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon so lange her, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch von der Limited Edition einen Lidschatten, den ich natürlich nie verwende. Noch einen in so einem anderen Packaging, das ist aus dieser, werden die geheißen? Früher ich das auswendig wusste, jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es auch wieder ein Cream Sheen Finish und das ist der Mystical, oder Mystical? Ja, der ist wirklich wunderschön. Den habe ich leider auch nur einmal verwendet, wie man sehen kann. Weil der halt limitiert ist auch. Also die meisten, die ich habe, sind limitiert. Es gibt leider wenig, die nicht limitiert sind in meiner Sammlung. Aber der ist auch so schön. Ich würde euch gerne Blogposts verlinken, Tragebilder und so, aber wenn bis dahin mein Blog schon geht, kann ich das ja gerne machen. Ich muss meinen Freund fragen, ob er da mal hilft. Ich habe bis jetzt noch immer nicht gefragt. Aber er muss mir helfen. So. Noch einen in so einem anderen Packaging und den habe ich in den letzten Videos, glaube ich, war das in den letzten Videos? Nein, in den davor. Habe ich so einen, oh Gott, das wird sicher öfter passieren. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube es. Bist du in Ordnung? Ja. In meinem vorletzten Video habe ich ja so einen knallig roten Lippenstift drauf gehabt und das war der in Kombination mit einem Yves Rocher Lip Liner. Ich kann nicht mehr reden heute. Das ist der CeLaVe. Das war mal aus einer LE, was die Verpackung auch sagt. So sieht er aus. Der ist relativ knallig. Mir gefällt die Farbe. Aber mit so einem dunklen Lip Liner drunter, finde ich, kann man das schon tragen. Dann eine andere Farbe mal. Von der Verpackung auch her. Das ist der World. Den habe ich mir, glaube ich, den habe ich mir als letzter, glaube ich, sogar gekauft. Den habe ich schon ein paar Mal benutzt. Der sieht so aus. Der ist relativ düster und dunkel, aber mir gefällt die Farbe voll gut. Ich hätte nie gedacht, dass mir so eine Farbe gefällt. Aber der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sogar der Jan mag den, obwohl er eigentlich so dunkle Lippenstifte nicht mag. So. Dann habe ich hier einen Viva Glam. Das ist der Gaga. Ich weiß jetzt gar nicht welchen. Ja, der erste. Sollte ich endlich mal aufbrauchen vielleicht, weil die schon relativ alt sind. Das ist der Gaga. Die sind auch so weiß, weil ich die jahrelang im Kühlschrank gehabt habe. Deswegen kann ich das nicht empfehlen, Lippenstifte im Kühlschrank zu lagern, weil die da so komisch weiß werden. Aber das ist der Gaga 1. Ich weiß nicht, ob den viele noch kennen werden. Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich noch 3 Viva Glam. Das ist der Gaga 2. Richtige Farbe erwischt, würde ich mal sagen. Den mag ich auch sehr gern. Das ist so ein relativ bräunliches Nude. Den finde ich echt schön. Den gibt es leider auch nicht mehr. Ich finde es schade, dass sie mit der Lady Gaga keine Lippenstifte mehr machen. Noch 2. Einmal der Ariana Grande, dieser ganz düstere. Da gab es auch eine lilane Variante. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es den noch gibt. Aber den wollte ich noch unbedingt haben, bevor es ins Sortiment geht. Weil den finde ich echt schön. Ja, musste ja unbedingt sein. Und als letzter von den Viva Glam habe ich den Niki. Den fand ich damals auch so schön. Der ist aber einen urähnlich, den ich habe. Also, das werdet ihr wahrscheinlich eh auch oft hören, aber den finde ich auch sehr toll. Mag ich im Sommer eigentlich, aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen, MAC-Lippenstifte zu tragen heuer. Dann habe ich hier den Bricola. Ah ja, den habe ich mir ja, glaube ich, mit meinen Back-to-MAC-Sachen-Code, nur hat die das vergessen, da unten durchzustreichen. So sieht der aus. Der ist so schön, ich liebe ihn. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr tragen. Hat sogar einen Amplift-Finish. So, dann habe ich hier einen, den habe ich geschenkt bekommen. Das war aus der Maleficent LE von MAC. Leider habe ich die aber verpasst. Das ist so ein roter Ton. Rot werdet ihr viele von MAC sehen.
Deswegen kaufe ich mir auch keine roten Lippenstifte mehr, weil ich zigtausende habe. Die nächste Farbe ist Raspberry Swirl. Den habe ich in irgendeinem Look habe ich den mal oben gehabt im Video. Boah, der schaut totenrosa aus. Also ja, er kommt ziemlich falsch rüber. Er ist ein bisschen heller, also ein bisschen dünkler als er jetzt in der Kamera. Der schaut ziemlich hell aus. Aber ich habe damit mal einen Look geschminkt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Diesen Frühlingslook. Ja, dann habe ich hier den Runway Red. Den wollte ich damals unbedingt haben. Hätte ja nicht unbedingt sein müssen, weil ich eh genug Rottöne habe. Aber den finde ich echt schön. Das ist so ein richtig schöner Vampy-Rot-Look, finde ich. Also Vampy-Rot-Lippenstift. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe es. Aber ich finde die Farbe voll schön. Das ist ja das Wichtigste, oder? Ja! Dann habe ich den Glam. Das ist so peinlich, es kommen die ganze Zeit hintereinander. Wo viele Rottöne. Den habe ich auch mal geschenkt bekommen. Sollte ich auch mal ein paar vielleicht aufbrauchen. Nur ist das schwer. Rottöne aufbrauchen, glaube ich, ist echt schwer. Und ich will ihn nicht in die. Ich will MAC-Lippenstifte nicht in die Arbeit mitnehmen. Da weigere ich mich. Dann habe ich den Have Your Cake. Der war auch mal Limited Edition. Der sieht so aus. Ist ein bisschen. Also nicht so düster, wie er da wirkt, aber das ist auch eine wunderschöne Farbe. Ich liebe diese Farbe. Habe ich auch noch nicht so lang. Dann habe ich hier den Plain Koi und den habe ich schon sehr, sehr lang. Das ist ein Newton. Der ist auch ziemlich benutzt. Könnt ihr ja eh sehen. Der sieht so aus. Der ist sehr, sehr benutzt. Ich benutze den meistens immer zu Halloween. Ja, aber den finde ich echt schön. Vielleicht schaffe ich es mal, den aufzubrauchen, aber ich hänge so sehr an dem. Der war nämlich aus dieser Cute-DLE. Deswegen hänge ich an dem. Oh, das ist der Captive. Das ist nämlich der, den ich mir mal geholt habe mit meinen MAC-Sachen. Sieht so aus. Den finde ich auch schön. Den finde ich echt schön. Ich hoffe, ich höre mich nicht so komisch an, aber ich habe in letzter Zeit so oft Schnupfen, das könnt ihr nicht vorstellen. Dann habe ich hier einen Lippenstift, der heißt Media. Den müssten eigentlich viele kennen, weil der ist eigentlich relativ beliebt, glaube ich. Den habe ich damals immer im Winter dran. Ich frage mich, warum ich aufgehört habe. Das sage ich, glaube ich, in jedem MAC-Lippenstift-Sammlungsvideo. Aber vielleicht werdet ihr jetzt mehr MAC auf meinen Lippen sehen. Mal schauen, ob ich es durchziehe. Ich sollte schon, weil ich mag die Lippenstifte und ich will nicht, dass es kaputt gehen. Das ist der, aus der Disney-LE. Der sieht so aus. Und das ist der Dark Deed. Kommt den Media eigentlich sehr nah. Der ist aber mehr bräunlicher, glaube ich. Media ist mehr so ins Rote. Aber der ist auch geil. Sage ich, glaube ich, zu jedem Lippenstift von MAC, aber okay. Ich habe noch zwei von dieser Disney-Kollektion von damals. Einmal habe ich den Cine Sister und einmal den Toxic Tail und beide liebe ich. Den Cine Sister wollte ich schon so oft versuchen aufzubrauchen, aber ich bringe es nicht übers Herz. Der sieht so aus. Der ist so lilafarben. Ich könnte euch den mal kurz... Weil der ist echt eigen. Und ich finde den so, so schön. Der schimmert. Das ist auch ein Luster-Finish. Ich mag den so gern. Ich werde es, glaube ich, eh nicht schaffen, den aufzubrauchen. Aber ich sollte. Weil dann habe ich ihn geliebt und dann ist er leer. Ja. Und das ist der Toxic Tail. Der sieht so aus. Die sind schon so alt. Eigentlich sollte man die gar nicht, glaube ich, mehr benutzen. Aber ja. Was soll's, oder? Dann habe ich hier zwei Nude-Farben. Einmal den Naked Bud. Den möchte ich mal aufbrauchen. Weil den finde ich gar nicht mehr so schön. Und der ist irgendwie weißlich. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, ich finde ihn schon noch schön. Aber ich habe den auch vor kurzem, glaube ich, irgendwann oben gehabt in einem Video. Da könnt ihr stolz auf mich sein. Dann habe ich den Cozy Up und den habe ich mal geschenkt bekommen. Der sieht so aus. Den mag ich auch sehr gern. Der ist nämlich, der ist glaube ich matt sogar. Ja, der ist sogar matt. So sieht er aus. Den mag ich wirklich, wirklich gerne. Den trage ich auch sehr oft. Ich glaube, der sieht schon da schon so abgefuckt aus. Dann habe ich hier den Playtime und da an den hänge ich so, da wäre ich fast mal gestorben. Wir waren mal an Halloween, ich habe das glaube ich im letzten auch erzählt, wir waren an Halloween mal in einer Disco und ich habe den in der Disco verloren und habe gefragt, ob ich wieder reingehen kann und mir meinen Lippenstift suchen kann. Seitdem nehme ich nie wieder MAC-Lippenstifte mit in die Disco. So sieht er aus. Den gibt es auch nicht mehr, der war auch aus dieser Cute-DLE. Ich hätte geheult, wenn ich den nicht mehr gekriegt hätte. Ich war kurz vorm Heulen. Ich weiß, wegen einem Lippenstift voll dämlich, aber das, der war limitiert, hallo?
Nächste Farbe. Der Patisserie ist das. Der sieht so aus. Der ist sogar unbenutzt. Ich weiß, voll Panne, aber ja. Ich sollte mir meine Frist legen, erstmal ein paar aufbrauchen und dann welche nachkaufen. Oder dabei gar keine mehr nachkaufen. Wie ihr seht, brauche ich gar keine mehr. Dann habe ich den Liquid Lurex. Der sieht so aus. Den mag ich nicht so. Ich habe auch mal einen rosenen gehabt und der ist mir kaputt gegangen. Da ist der komplette Lippenstift rausgegangen. Deswegen habe ich ihn in meiner Back-to-Mac-Kiste. Der war auch rosa, der andere. Ich weiß nicht, warum ich mir die damals gekauft habe. Das ist der Impassion. Den mag ich auch sehr gern. Ich bin in letzter Zeit wieder so auf Pink und Rot. Oder Nude. Das sind so die drei Dinge, zwischen die ich immer wechsle. Ja. Was ihr halt nicht so wirklich mitkriegt. Das ist der Nifty Neon. Damit habe ich auch einen Look mal geschminkt gehabt. Und den finde ich auch so schön. Der ist so schön. Ich liebe den. Ich sollte die jetzt öfter mal benutzen. Ich habe sowieso vor, die Drogerie-Lippenstifte aufzubrauchen für die Arbeit, weil ich ja immer einen Lippenstift in der Arbeit habe von mir, weil ich die Tester nicht benutzen kann. Ich kriege solche hässlichen Fieberblasen und Munddecken und sonst irgendwas nicht nur von anderen Sachen, sondern auch, wenn ich die Tester verwende. Und deswegen, ja, nehme ich immer meine eigenen mit. Und ich habe mir überlegt, dass ich halt die normalen, also diese ganzen Catrice, Essence und bla 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 für die Arbeit benutze und die MAC dann nur noch, wenn ich sofort gehe. So, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich habe zwei Handtaschen. Ich habe eine für die Arbeit und eine für so zum Weggehen. Auch ich habe da auch immer meinen Duft drinnen, den ich immer zum Weggehen habe. Klingt ein bisschen blöd, aber vielleicht mache ich euch mal ein Handtaschenvideo. Müsst ihr mir mal schreiben, ob ihr das wollt. Weil dann kann ich euch das zeigen, wie ich das meine. So, der nächste ist Ken Yam Yam. Und das ist auch einer meiner Lieblinge. Den gibt es sogar im Standardsortiment. Das ist ja eine beliebte Farbe. Also den, das ist von MAC mein aller liebster Lippenstift von den grellen Farben. Tja, dann habe ich noch den Full Fusion. Den mag ich auch sehr gern. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den habe ich mir auch mal aus einer LE gekauft. Den finde ich auch sehr geil. Der ist auch relativ gut benutzt. Also da kann man nicht wirklich viel sagen. Ich meine, für meine Verhältnisse, was MAC-Lippenstifte betrifft, ist das gut benutzt. Ja, dann habe ich hier noch den Too Pumper und an den hänge ich auch. Der ist wirklich viel benutzt, seht ihr das? Den will ich nämlich unbedingt mal im Herbst aufbrauchen. Das ist die Farbe. Weil der passt so gut im Herbst, finde ich. Aber ich werde es sicher nicht übers Herz bringen, den leer zu machen. Dann habe ich den Pillow Talk, den mag ich auch sehr gern. Den habe ich aber immer da oben stehen, damit ich ihn bald benutze, aber ja. Den mag ich auch total. Der war mal aus irgendeiner Nude LA. Naturally, glaube ich, hat die geheißen. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Der hält aber leider nicht so lang, weil er ein Cremeschienen ist. Ich mochte die nämlich am liebsten. Jetzt ist zurzeit matt oder ein Blift. Das sind die, die ich jetzt zurzeit halt am liebsten mag. Cremeschienen ist so am Schluss. Mein heißgeliebter Nude-Lippenstift Innocence Beware. Den habe ich einmal komplett aufgebraucht und dann kam der in deiner Kollektion wieder. Ich glaube Shop Cook, Mac Cook oder irgend sowas hat die geheißen. Ja, ich liebe den. Es wird mal Zeit, dass ich wirklich nach der Reihe ein paar aufbrauche. Vier MAC-Lippenstifte habe ich noch. Ich weiß, ziemlich viel. Das ist die Farbe Really Me. Ah, das ist dieses Nude, genau. Ja, Nude, was sonst. Das ist aber dieses Matte, glaube ich, ja. Den habe ich auch noch nicht so lang. Den habe ich mir erst vor ein paar Monaten oder so gekauft, glaube ich. Dann habe ich den habe ich mir auch gekauft, hat mir gedacht. Ich zeige euch einen anderen zuerst. Den habe ich nämlich auch schon sehr lang. Das ist ein Sheen Supreme Lippenstift in Gotta Dash. Und der ist echt org. Ich habe hier so eine orangene Phase. Vielleicht sollte ich den versuchen aufzubrauchen, weil die gehen eh relativ schnell leer von MAC. Zwei habe ich noch. Einmal den Smoked Almond. Habe ich auch noch nicht so lang. Weil den ich eigentlich haben wollte, hat mir nicht passt. Den hat sich aber, glaube ich, meine Cousine gekauft. Den finde ich aber auch so schön. Deswegen wollte ich den dann auch unbedingt haben. Ich glaube, sie hat sich den auch genommen. Ich glaube, meine Cousine hat sich viel mehr gekauft als ich. Wenn ich mich nicht irre. Der letzte MAC-Lippenstift ist Watch Me Simmer. Und der sieht so aus. Den mag ich auch sehr gerne im Sommer. Ich sollte wirklich mehr von meinen Lippenstiften, was MAC betrifft, benutzen. Bin ein bisschen so schleißig. Weil ich nicht will, dass die leer gehen. Was ja voll bescheuert ist. Aber okay. Ich habe sogar drei Dior-Lippenstifte noch. Das sind diese Serum de Rouge, heißen die. Also, ich habe einmal diese Farbe hier. Die haben leider keinen Namen, glaube ich. Nur Nummern. Das ist 910.
Ihr habt ja gesehen in ein paar Videos, dass ich schon ein paar von denen aufgebraucht habe. Weil ich finde sie okay, aber ich weiß nicht, die gehen viel zu schnell leer. Ich will gar nicht wissen, wie teuer die sind. Das ist die Nummer 760. Und dann habe ich noch eine. Das ist die Farbe 740. Der ist sehr schön. Der gefällt mir auch gut. Die Farben und so sind super. Die halten auch, wenn man einen Lip Liner drunter hat, halten die auch recht gut. Aber ich glaube, kaufen würde ich mir solche nicht. Weil ich habe die ja damals vom Douglas bekommen, wie ich weggegangen, also beziehungsweise wie sie mich kündigt haben, habe ich die noch davor mir aussuchen dürfen. Einen Lancôme Lippenstift habe ich auch, den habe ich zu Weihnachten von der Arbeit bekommen. Und das ist, da steht glaube ich keinen Name, oder? Wartet kurz. Doch, Rose Chimere heißt der, glaube ich, wenn man das so ausspricht. Ich glaube, das spiegelt so sehr, jetzt kann man sehen. Ja. Der hat den urgeilen Magnetverschluss. Die schauen jetzt nicht mehr so aus, die haben die Verpackung von den Lippenstiften von Lancôme verändert. Da habt ihr auch die Blume dran. Und das ist genau meine Farbe. Genau meine Farbe. Dann habe ich noch drei Clinique. Einen habe ich mal geschenkt bekommen, ich weiß aber nicht mehr wo. Keine Ahnung, das ist so ein Mini. Das ist 09 Sweet Pop. Ist auch noch unbenutzt. Sieht so aus. Und die anderen zwei, die habe ich von der Dame von Klinik bekommen. Die sehen so aus, das sind Tester. Aber unbenutzte Tester. Das ist einmal 02 Peach, nein, Nude Peach. Das ist von diesen High Impact Lippenstiften. Oh Gott, legen wir den lieber hin. So, so sieht er aus. Der ist auch noch unbenutzt, weil sie hat gesagt, die sind nicht benutzt und sie würde die mir gern schenken, wenn ich sie haben will. Und da sage ich natürlich nicht nein. Und dann habe ich noch eine Farbe 03 Creamy New. Das sind genauso meine Töne. Ja, das war's. Wir haben alle durch. Ja, ich weiß, das sind ziemlich viele MAC-Lippenstifte. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Bei den Drogerien muss ich jetzt noch gucken, dass ich ja keinen vergesse, euch zu zeigen. Ich werde auch dann die zeigen, die ich jetzt zurzeit benutze und so. Außer den ich in der Arbeit habe, den kann ich euch nicht zeigen. Aber ich hoffe, euch hat das trotzdem gefallen, das Video. Ich fand es cool, das zu drehen. Hat mir Spaß gemacht. Jetzt weiß ich wieder alle Farben, die ich habe. Das macht so richtig Spaß, wenn man das dann durchgucken kann. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr einen MAC-Lippenstift habt, was euer Liebling ist. Oder ob ihr Drogerie lieber mögt. Das würde mich interessieren. Das ist nämlich immer so unterschiedlich bei vielen. Und wir können... nee, wir können nicht. Ihr seht mich dann im nächsten Video und bis zum nächsten Mal dann. Bye.